Okay. Wechseln einsetzen und mal gucken. Rettet uns vor dem Bösen! Das muss der Briefkasten sein. Degeneration. Der Niedergang der Zivilisation. Moralischer Verfall. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Okay. Dir, ewiges Feuer. Wir haben die an das Buch abgegeben. Rettet uns vor dem Bösen! Einmal meditieren. Vor Mitternacht. Hier liegen welche. Finden dich um Mitternacht am vereinbarten Treffpunkt ein. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit für. Ordnung muss sein. Kein Nachtspaziergang, wo wir uns schon so oft taten. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Nein, denk, ich hab schon genügend Abenteuer. Schmugglerversteck. Aha. Müssen wir auch noch mal hin? Gerade eher nicht. Okay, wollte gerade fragen, wie weit der Weg noch ist. Dann sollte ich mir mal Plätze rufen. Dann über den Zaun klettern. Um Mitternacht. Okay, lohnt sich das noch zu meditieren? Jetzt nur noch verstecken und warten. Für einen guten Ort, um sie zu verstecken. Blinder sehen. Ein bisschen Verstecken spielen. Hier vielleicht. Na toll. Wo verstecken wir uns? Im Boot? Ach du Scheiße. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Okay. Triss, woher wusstest du... Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hierfür ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Ein sehr guter Versteck, die wir hier haben. In diesem leeren Haus. Man wird uns nicht finden. Weg.
fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. Oha. War das genug? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Wir suchen nach Rettersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Meine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Ein bisschen Folter am Abend. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Ich bin ein böser Mensch. Sieht so aus. Das wisst ihr aber spätestens seit Life is Strange. Meine Entscheidung habt ihr gesehen. Ich bin ein böser Mensch. Ein bisschen Folter am Abend. Radovid, was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Ja gut. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen und... Nicht so schnell. Ich weiß nicht, kannst du es vergessen? Weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet, ich würde nie... Das meinte ich mit, kannst du es vergessen? Ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Sesla Omges. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen. Ich begleite dich da raus. Warum nicht? Soll ich dich nach Hause begleiten? Nicht heute, Geralt. Nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja,
Wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Mhm. Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Mhm. Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Vivaldi? Mhm. Der Komponist. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Ach, der hat aber später gelebt. Das ist... Oder früher? Bin mir nicht sicher. Weg ist er. Ich will mal ein bisschen looten. Da liegt er. Tot ist er nicht. Da wird es bloß nichts ändern. Da habe ich mal verschont. Nach der Folter. Ansichtssache, also das ist... Ich meine, immerhin wird er sich an die Folter nicht erinnern. Stellt sich so die Frage, ob das das Humanere ist, ihn leben zu lassen, nachdem wir ihn gefoltert haben, oder ob das Humanere wäre, ihn zu töten. Aber gut, da wir ihm sein Gedächtnis gelöscht haben. So. Priscilla, wo finden wir die? Nehmen wir den Punkten nach. Das Navi weist uns den Weg. Ein Schmuderversteck. Ich glaube nicht, dass wir dahin sollten. Die machen wir uns Ärger, wenn wir die Sachen klauen. Machen wir uns übel Ärger. Ob wir die Heide wieder wegkommen. Lange. Und geklaute Gegenstände dabei. 21 Rüstung. 25 Rüstung. Können wir verkaufen. 51 Rüstung. Nur die geklaute Rüstung tragen. Okay, die Runde können wir darauf nicht anwenden. Der Platz für Runen ist prinzipiell da. 25 Rüstung, 14 Rüstung. Schade, dass wir darauf keine... Dass wir darauf keine Rüstung einsetzen können. Keine Runen, meine ich. So, wir sind besser ausgerüstet. Wir haben halt gerade eben geklaut. Jetzt haben wir das Diebeszeichen dabei. Wir können wahrscheinlich nicht rennen. Können wir nicht rennen, solange wir die bis gut dabei haben, oder? Dann verstreiche ich das doch bald. Wir wirken auf jeden Fall verdächtig gerade.
gib uns einen Kopf. Das geht doch auch bald, oder? Ich hab meine ganze Familie begraben. Schwarze haben meinen Sohn getötet. Ist das nicht gut ausgeht, wenn wir mit Liebesgut durch die Stadt reiten? Davon gehe ich fast schon aus. Naja. Jede Wache, die wir sehen, hat jetzt was gegen uns. Und wir können nicht rennen. Schöner. Mein Mann ist auch ein Schwerkämpfer. Wo ist sie? Lass mich, sonst rufe ich meinen Mann. Du hängst den Schöner ab. Glaubst du, dass der Hierarch die temerischen Freischäler unterstützt? Mit Geld? Darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben ja hier noblen Mams an. Da kotzt dich jemand aus. Was denn? Mal schauen, wie lange das aushält hier. Wenn wir das jetzt ewig dabei haben, oder? Wenn ja, dann lege ich das mal bald ab. Wir sind doch in ihrem Zimmer, oder? Wo hält die sich denn auf? Meine Achseln stinken erbärmlich. Hallöchen. Geralt! Sag mir, du und Rittersport. Du hast doch sieht hässlich aus. Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Na dann, ich habe Neuigkeiten. Rittersporn, ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz, aber wir kriegen ihn da schon raus, keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Die Rüstung sieht so aus, als würde sie ihm nicht richtig passen. Ich glaube, die wechseln wir gleich mal. Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche Scheiß auf die Werte. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Okay, dann halten wir es noch ein bisschen an, wenn es geht. Wenn wir bald kämpfen müssen. Such den goldenen Stern nach dem Kapitän des Schiffs. Ach so, das ist das nächste. Nee, das wollen wir nicht. Quest. Was haben wir hier? Ach, wir sind zu schwer zum Laufen. Daran liegt's. Wir müssen ein paar Gegenstände loswerden. Ist das richtig hier? 97,95. Finde Junior. Machen wir hier mal jetzt direkt weiter. Wir müssen irgendwo was verkaufen, oder? Machen wir da wenn ich das wollte, werte Dame. Oder was loswerden. Vielleicht können wir auch was wegwerfen. Soll ich mal dein
Ich sollte nicht mehr herfehlen. Trinken wir. Es wird schon nach. Auch wenn Krieg herrscht, sind die Getränke immer noch ausgezeichnet. Ich meine, wir können der Barmann was kaufen. Auf Straßen und Höfen umgetrieben, war aber selten in anständigen Etablissements. Trunkner. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine, das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Was gibt's denn heute? Magst du vielleicht ein bisschen was kaufen? Fesseln, die behalten wir, können wir noch gebrauchen. Zwinker, zwinker. Die wertlosen Schachteln. Zehn Krüger. Immer noch 95. Wir müssen Gewicht loskriegen. So, 94. Steht immer, was es wiegt. Schmiede, die Schwerter wiegen was Gutes. Aber ja. Das bringt doch nichts. Das ging wahrscheinlich irgendwo anders besser verkauft. Okay, 14 Stück, die könnten was bringen, sagte er. Okay, 91. Und die Fälle wiegen was. Ah, 89, sehr schön. Sind wir wieder leichter geworden. Bis dann. Im nächsten Händler verkaufen wir mal noch mehr Zeugs. Jetzt können wir wieder rennen. Sehr schön. Okay, das Versteck von Hurensohn. Und der da? Hurensohn Junior, was ein wunderschöner Name. Vielleicht kommen wir unterwegs bei einem Händler vorbei. Und das... Hier, das hier... Liebesgut ist weg. Das heißt, wir können es jetzt benutzen, ohne sofort aufzufallen. Ja, ich behalte die Rüstung ein bisschen. Ich werde zwar gleich in Kampf geraten. Das befürchte ich nämlich. Dann können wir die Rüstung gebrauchen. Ansonsten sieht es eigentlich ziemlich scheiße aus. Ganz schön schwer hier Arbeit zu finden. Alle Straßen nicht hier ist. Nach Mahaka. Da wachsen mir doch eher Zähne im Kreise. Und die Zwerge haben Schneewittchensjungfräulichkeit gemacht. Also such ich. Bitte was? Ich hab zu tun, Kumpel. Sieh mal zu Hause. Hier ist nichts Interessantes. Noch ein paar Sachen aufnehmen, damit wir wieder zu viel im Inventar haben. Schön looten.
Okay. Nichts Außergewöhnliches. Im Erdgeschoss dann wahrscheinlich. Mir scheint, ich habe schon von dir gehört, Weißhaar. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Mhm. Natürlich haben sie nichts zurückgelassen. Komm schon. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar, bitte was? Schiebt uns das auch noch in die Schuhe. Okay, da können wir wohl nichts machen. Ganz schön schwer hier aus. Das ist so gut, das Versteck. Oh, jetzt eine Rune. Nette Klinge. Sehe hier nichts. Doch noch irgendwo was. Ja, hier. Hier ist alles sauber geschrubbt worden. Such die Arena von Hurensohn Junior. Alle Straßen führen nach Mahaka. Okay. Klimpern wir die Orte ab. Nacheinander. Und am Ende wird er ein Casino sein. Hey, oh, fass mich bloß nicht an! Ich glaube, für eine Weile können wir hier erstmal die schlechte Rüstung, die gute Rüstung mit schlechtem Aussehen ignorieren. Zumindest hier für die Quest mit Tour und so, Julio. Der Wind heult. Bei der nächsten Kampf naht. Die Handschuhe und die hellblauen Handschuhe und die pinken Handschuhe stören mich nicht, aber ist dieses Hemd. Kein Durchgang. Und häng hier nicht rum. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Das ist, was ich immer sage, Täuschungsstufe 2. Dann müssen wir hier. Wird Zeit, dass wir es leveln. Ich schwatze so gerne mit Türstehern. Meistens werden wir uns sogar einig. Aber heute habe ich keine Geduld. Also lasst mich entweder rein oder ich mache euch kalt und lass mich selbst rein. Oh, hörst du den Gockel? Und wie er den Kamm aufbläst? Kikeriki! Soll ich mir in die Hosen scheißen? Na gut. Nach links. Wäre schön. Komm schon. Jetzt links! Links! Gut, dass wir die Rüstung haben. Wir wollten sie erstmal einen Faustkampf machen. Also wieder zu schwer. Wir haben geklaut. Geklaut ist gut bei uns. Mensch, Mensch. Kommt doch bestimmt irgendwas. Können wir irgendwas wegwerfen?